So, warten wir noch ein bisschen ein paar kommen. Und auch der Ahmed, da ist er schon, das ging fix. Hey, Ahmed. Hey, grüß dich, Kadir. Moshe, wie geht's dir? Alles gut, alles gut. Bist du fit? Ja, ich bin nicht fit, aber hoffentlich bist du fit. Ich bin fit. Bist fit, schön im Freien. Geht's dir gut? Ich bin hier draußen, an der frischen Luft. Ja, das ist doch, solange man es darf, ist doch schön, ne? Ja, natürlich. Wir dürfen es. Ja, mir geht's gut, ja, soweit. Ja, ich halte mich fit. Ja. Ich gehe ein bisschen raus, ja, ich gehe spazieren, ich gehe laufen und versuche mich fit zu halten, so lange. Das ist natürlich schwer jetzt, ne? Ohne Matte. Hast du irgendeine Möglichkeit, auf die Matte zu gehen? Oder auf die Matte nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht. Das heißt, Krafttraining, Ausdauer? Krafttraining, Ausdauer, ja. Also, da habe ich Möglichkeit. Ich gehe öfters laufen, ja. Hab zu Hause Hanteln. Hab verschiedene Scheiben halt. Und mache halt das Mögliche. Hä? Ja. Schwierig, ne? Ich meine, wie war es für dich? Du warst eigentlich schon voll in der Vorbereitung für die Quali-Turnieren, oder? Ich war richtig fit. Ich bin Anfangs Januar bin ich erstmal nach Moskau geflogen. Hab mit der russischen Nationalmannschaft ein Trainingslager gehabt. Und von da aus bin ich dann mit der deutschen Nationalmannschaft nach Machachkala geflogen. Dort hatten wir wiederum 2 Wochen Trainingslager. Ja. Ich war sehr fit, ich war motiviert, selbstbewusst. Ja. Und dann sind wir zurückgeflogen, dann hieß es, ganze Turniere wurden verlegt, abgesagt. Ja, war ärgerlich natürlich, war ärgerlich. Ich war in sehr guter Verfassung, in sehr guter Form. Und ich denke, ich hatte da gute Chancen. Ja. War natürlich alles auf die Quali-Turniere ausgelegt. Du hast auch die EM extra nicht gerungen, dass du wirklich deinen Fokus auf die Quali-Turniere legst, soweit genau. Ich informiert bin. Ja, genau, ich wurde von vornherein vom Bundestrainer gefragt, ob ich die EM ringen möchte. Dann habe ich gesagt, die EM würde ich auslassen, weil ich mich auf die Quali-Turniere fokussieren möchte. Und so war das halt, ja. Von vornherein geplant. Ich wollte mich halt auf die Quali-Turniere konzentrieren. Damit ich halt da nicht abgelenkt bin, weißt du, Gewicht machen, ein Turnier, weißt du, da musst du dich halt gezielt für ein Turnier vorbereiten. Ja. Wenn du jetzt, also bei mir ist es so, ich mag es halt nicht, wenn ich mich auf ein Haupt Kampf vorbereite, dann brauche ich das schon so um die 2 Monate, mich gezielt konzentriert auf den Wettkampf vorzubereiten. Ja. Wie viel Gewicht machst du denn normalerweise? Ja, so um die 4 Kilo jetzt mittlerweile. Ja. Also es war aber auch erst seit neuestem, oder? Du warst ja eigentlich genau. Immer sehr, der Leichte von den ganzen. Ja. Also vor der WM letztes Jahr, im letzten Jahr, habe ich so 3 bis 4 Kilo gemacht. Das ist gar nicht viel. Da habe ich halt schon langsam aufgebaut. Ich hatte mehrere Jahre gar nicht aufbauen können. Habe versucht, alles Mögliche getan, viel gegessen, ja. Krafttraining gemacht, so viel wie möglich, aber dennoch nie hinbekommen, mein Gewicht so aufzubauen, so richtig. Aber jetzt mittlerweile. Ist natürlich für dich jetzt eigentlich ein Vorteil, dass am zweiten Tag dann nochmal gewogen wird. Genau, ja, das ist ein großer Vorteil für mich, ja. Ich hatte Turniere, da hatte ich nur 85 Kilo gerade mal. Ich glaube, in Kaspiisk warst du auch sehr, sehr leicht. In Kaspiisk hatte ich nicht mal 85, da hatte ich 84, 87. So. Ja. Und nach Kaspiisk habe ich schon ein anderes Gefühl bekommen. Da habe ich mich einfach besser gefühlt, habe auch vom Gewicht her ein bisschen aufgebaut. Dann hat sich mein Kampfstil auch geändert. Ich weiß gar nicht warum, aber ja. Was denkst du denn, also was hast du denn für einen Kampfstil? Meinst du, dass du einen typisch russischen Kampfstil hast?
Ja, typisch würde ich nicht sagen. Ich trainiere da schon oft. Natürlich nehme ich da schon sehr vieles mit, was Technik angeht. Früher habe ich schon so weicher gerungen, natürlich auch halt vom Alter her ringt man halt so erst weicher, so also es fehlt einem das Selbstbewusstsein, so weißt du, bist halt nervös von den Kämpfen. Aber dann so mittlerweile mit der Erfahrung, mit dem Training, ja, du trainierst viel, du weißt, du hast, was du leisten kannst, was du ja, drauf hast. Ja, dann steigert sich auch dein Selbstbewusstsein. Und diese einfach, ja, also früher habe ich auch viel riskiert, weißt du, habe ich auch die Kämpfe, die ich eigentlich hoch gewinnen konnte, habe ich dann irgendwo knapp verloren. Ja. Wenn wir mal gucken, zweimal deutscher Meister bei den Männern, Silber bei der Junioren-WM, das war deine erste internationale Medaille 2012. 2019 war eigentlich, glaube ich, dein Jahr. Also, du hast bei der Militär-WM Zweiter gemacht, du hast Bronze bei den Euro-Games geholt, Siebter bei der Weltmeisterschaft in Nur-Sultan jetzt. Ganz, ganz knapp an der Quali gescheitert. Da kommen wir später noch drauf. Denkst du, das war dein bestes Jahr, obwohl du die Quali nicht geholt hast? Ich denke schon, natürlich. Also bisher war das mein bestes Jahr, weil ich habe schon so einen Schwung gemacht. Also habe schon auch gemerkt, dass ich da mit den Favoriten mitringen kann, weil wie wir es gesehen haben, also letztendlich zählen die Erfolge ja, anhand von Kämpfen kannst du schon beurteilen, wie weit du bist. Ich habe letztes Jahr zwei Vize-Weltmeister besiegt. Ja, einen Ja, Vize-Weltmeister da, 2017, einen also unter 2018. anderem, Ja, das war also den, der Fatih genau, den Olympian Games Erdin in und Bronze. der Makoev. Und der Makoev dann auf der letzten Weltmeisterschaft. Da hast du vor 2 Jahren noch verloren. Da warst du, Vor genau ich glaube, 2017, 18. 4-2 vorne oder 18, genau. Hast dann in den letzten 20 Sekunden quasi nochmal die Wertung abgegeben, bist auf die Schultern gegangen. Genau, der hat mich abgefangen, ja, abgefangen. Also, ja, das war ein ärgerlicher Kampf, ärgerliche Man Niederlage, sieht war sehr bitter. aber, jetzt hast du 4-4 gewonnen auf der letzten WM. Also du kommst immer Schritt für Schritt näher. In Kaspis hast du Fünfter gemacht bei der Europameisterschaften. Jetzt den Fatih Erdin hast du kurz vor Schluss nochmal eine Wertung abgeholt. Auch Vize-Weltmeister gewesen bei den Euro-Games, ganz wichtig, immerhin Bronze geholt. Das hat man jetzt auch schon lange nicht mehr. Wenn wir mal auf die WM gucken, den ersten Kampf, Aybüyev, ich hoffe, ich spreche Ja, das genau. richtig aus, ringt für Frankreich, ist aber ein Russe. Ja. Also Tschetschener, ja. Tschetschene, hast du schon hoch gewonnen. Ne? Also ich weiß, dass ihr auch, glaube ich, gut befreundet seid, dass ihr viel Wir trainiert. sind sehr, sehr gut befreundet. Wir haben viel miteinander trainiert, viel Zeit verbracht, also sehr enge Freunde. Und wir haben, das Witzige ist, wir haben auf der WM einen Tag davor, als wir halt noch Gewicht gemacht haben, haben wir miteinander trainiert, miteinander gerungen, ausgekämpft. Und ich sage dann so, stell dir mal vor, wir kommen im ersten Kampf zusammen. Der sagt so, nie im Leben. Ne? Von den allen, warum sollten wir ausgerüstet zusammen kommen? Und also nach der Waage, am nächsten Morgen, sagte mir, weißt du, gegen wen du im ersten Kampf ringst, der so gegen mich, so, ich so, nee, machst du Spaß. Ja, war natürlich unangenehm, ja, gegen deinen also engsten Freund zu ringen, aber dennoch, das ist Sport, weißt du. Da gewinnt der Bessere auf der Matte War aber des klar. anderen nicht, ja. 8-1 ist schon Das 8-1 ist war, schon sehr also für deutlich mich war gewesen, ne? das war für mich unerwartet, ehrlich gesagt. Aber ich sag mal so, vor den Kämpfen, also ich stelle mich um, also wie gesagt, in letzter Zeit, ich fühle mich anders. Ja, diese Einstellung, die hat sich bei mir geändert irgendwie. Und ich schalte da ab, weißt Hat es die du. Ich schalte Medaille? ab, ich Ist da die fokussiere mich Medaille? auf mein.
Red ruhig weiter. Wir hören uns, glaube ich, ein bisschen versetzt. Alles gut. Wie bitte? Ich sag, wir hören uns ein bisschen versetzt. Ja. Ist die Medaille, die du geholt hast bei den Eurogames, vielleicht auch der Auslöser davon, dass du jetzt selbstbewusster bist, dass du weißt, du kannst mit denen mitringen? Natürlich, natürlich. Jedes Turnier, jedes Erfolg ist ein Stück also Energie, was dich nochmal antreibt, so weißt du. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das können auch bestimmt andere Sportler bezeugen, ja, wenn du mal oftmals Niederlagen einstecken musst, ja, er verliert halt, ja, irgendwann verlierst du diese Energie, diesen Treibstoff, verstehst du, was dich so antreibt, diese Motivation fehlt dir dann. Und dann, man sagt auch, man sollte auf Turnieren teilnehmen, also auf deinem Niveau, damit du halt diese Motivation wieder bekommst, damit du auch mal ein paar Kämpfe gewinnst, um dann wiederum auf höheren Turnieren da mitringen zu können oder mitkämpfen. Also das ist Erfolgserlebnis, ja, ist ganz wichtig. Genau, wenn man, genau, ja, wenn man dann guckt, im zweiten Kampf, im 16. Finale, hast du halt dann, wie gesagt, den Makoev aus der Slowakei bekommen, der auch Russe ist. Also genau. Zweiter Kampf, zweiter Russe. Der war dieses Jahr Dritter auf der EM in Rom und 2017 Vize-Weltmeister. Wie gesagt, du hast vor 2018 ganz knapp kurz vor Schluss noch verloren. Diesmal hast du es heimgefahren, 4-4. Es war nochmal eng, du hattest dann die höhere Wertung. Aber was denkst du, was hast du anders gemacht? Hast du dich anders eingestellt? Bist du fitter, dass du diesmal heimgefahren hast? Weil du warst in beiden Kämpfen in Führung. Also wir hatten, genau, 2018 habe ich gegen ihn verloren im ersten Kampf. Das hat mich sehr getroffen, das hat mich verletzt, weil ich bin auf das Turnier gefahren, um da richtig Gas zu geben, mitzuringen. Ja, ich hatte auch gute Auslosung, ehrlich gesagt. Mir hat halt das bisschen, also diese Konzentration am Ende hat mir gefehlt. Ich denke, und auch, also dieser Moment, wenn du dir sagst, okay, jetzt kann ich auf keinen Fall verlieren, weißt du, und der springt dir ins Bein und verlierst trotzdem. Dann versuchst du da irgendwas zu machen und der fängt dich ab. Das war ein Kampf, Niederlage, das hat mich getroffen. Und dann haben wir ja auch im Trainingslager mit Makulf oftmals trainiert, weißt du. Wir hatten auch Trainingskampf gehabt vor WM, den Trainingskampf habe ich gegen ihn verloren. Ja, und es fiel mir schwer, mit ihm zu ringen. Ja, es gibt halt Gegner, mit denen hast du es schwer irgendwie. Und wie gesagt, auf der WM jetzt 2019 habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich war in guter Verfassung. Da muss man auch den Bundestrainer dafür loben, dass er uns jetzt für den Russen mitnimmt. Früher haben wir das nicht gemacht. Ja. Und das hat uns sehr geholfen, wenn du mit den guten, besten Leuten trainierst. Kommt halt diese Motivation und wir kennen uns, ja, also ich weiß, was er so macht, wie sein Kampfstil ist und also auch er weiß einiges über mich, aber irgendwie, also das Glück lag halt auf meiner Seite und das war auch, also diese Einstellung, ich muss jetzt gewinnen, ich muss unbedingt mich halt für die Niederlage im letzten Jahr mich rächen, weißt du, also das hat, also diese Gefühle haben mich auch so mitgenommen. Also besondere Motivation natürlich dann wahrscheinlich. Genau. Dann kam es im Achtelfinale gegen den Downey aus Amerika. Da hast du einen Zweimann-Achsenwurf, also einmal gleich am Anfang gemacht, am Ende 13-0 gewonnen. Ein Ami musst du halt immer erstmal 13-0 besiegen. Die Amis haben keine schlechten Leute auf einer WM. Das war für viele unerwartet, dass du den so deutlich dann weghaust, sag ich mal. Du hast dich auch gefreut. War das so ein bisschen Druck oder hast du da gespürt, okay, jetzt ist auch die Quali drin? Ja. Also, das war... Ja, also ich habe so unüberlegt, ich wusste, Amis sind immer stark. Und ich habe mich einfach, weißt du, manchmal, es gibt Momente, da kommt dir halt so ein Gefühl, okay, es sind starke Gegner,
Also dann überlegst du dir, machst du dir Gedanken über seine Erfolge, weißt du, das bringt dich auch so runter, das drückt dich runter. Aber das musst du dann, das musst du, weißt du, vergessen, seine Erfolge. Ich bin hier im Park, weißt du, Jugendliche machen die Spaß. Auf jeden Fall. Alles gut. Auf jeden Fall. Und dieser Ami, das war so ein verrückter Ami, weißt du, der hat sofort, weißt du, in den Kampf rein, ist auf mich los. Ich dachte, okay, das wird ein schwerer Kampf. Typisch weißt du. Ami, amerikanischer, ne? Typisch immer Ami, ja. Power, Power, Power. Ja, genau. Und ich war erstmal so ein bisschen so schockiert, weißt du. Und der hat auch echt Kraft gehabt, weißt du. Und dann habe ich gemerkt, habe ich halt einfach versucht, Achselwurf gezogen. Der ist geflogen. Dann habe ich halt, und dann, der ist einfach blöd reingesprungen. Er hat irgendwie Sachen unüberlegt gemacht und ich habe seine Kraft einfach mitgenommen, weißt du. Und ja, am ja. Ende war halt so ein hohes Ergebnis. Und dann habe ich mich, genau, da habe ich mich gefreut, da habe ich mir, also ich war mir zu 90% sicher, ich habe mir gedacht, wenn ich den Ami besiegt habe, weil ich gesehen habe, wen er davor besiegt hat, habe ich mir gedacht, okay, die Quali ist sicher in der Tasche. Ja, leider war es dann nicht so, denn leider. Miles hast du bekommen aus San Marino im Viertelfinale, der auch Amerikaner ist. Das heißt, du hattest jetzt 4 Kämpfe auf der WM, 2 Russen, 2 Amis. Kommt auch nicht oft vor. Ja. Da hast du nach 5 Sekunden die erste 2 abgegeben. War das für dich ein Schock? Warst du überrascht, dass du, oh Scheiße, was ist denn jetzt los? Warst du dir auch vielleicht zu sicher, dass du das Ding gewinnst? Ich war mir sicher, dass ich das Ding gewinne. Vielleicht war es auch der. Ja, der ist halt sofort ins Fußgelenk gesprungen. Dann habe ich halt nicht riskieren wollen, weißt du, ausringen, riskieren. Vielleicht fällst du dann nochmal auf den Rücken, vielleicht kann einiges passieren. Ich habe die Wertung abgegeben. Und ja, ich bin einfach zu offen gestanden. Ich war natürlich auch zu sicher, dass ich den Kampf gewinnen würde. Ich habe mir gesagt, ich muss das Ding gewinnen. Und ja, dann ist er halt nach kurzer Zeit später ist er wieder ins Fußgelenk gesprungen. Also die 4. Genau. Dann stand es 4-0, genau, dann stand es 4-0. Bist nochmal auf 4-2 rangekommen. Hab genau, dann genau, dann am Ende leider nicht wollte gereicht. Ich, genau, dann wollte ich erstmal nicht riskieren, habe halt hab auf Nummer sicher gerungen. Deshalb sagen mir auch viele, warum hast du das nicht gemacht, jenes nicht gemacht, weißt du. Also im Kampf, es ist halt schon, ja, die Lage ist schwieriger, ja, du versuchst, ja, und vor allem, wenn du dann zurückliegst, ja, und du willst halt zu viel, du willst halt die Wertung wieder zurückholen, du kannst wiederum. Und wenn es 6-0 stehen würde, das wäre ja richtig schwer. Dann habe ich das eine Bein gegriffen, bin da durchgekommen, Bein von außen, glaube ich. Habe da 2er Wertung gemacht und bei 4-2 war ich mir wieder sicher, ich werde das Ding holen. Ich habe da einen Griff, der fast bei jedem klappt. Aber der hat sich anscheinend, vielleicht hat ihm halt sein Trainer ein paar Tipps gegeben, was ich so mache. Und die Technik hat bei ihm nicht geklappt. Also ich habe eine Minute lang versucht, die zu machen. Also der, wahrscheinlich auch, weil der halt nach hinten gegangen ist. Sehr defensiv gerungen, logischerweise. Genau, genau. Also, und auch der da war da so ein Moment. San Marino. Da war so ein Moment kurz vor Schluss. Ich glaube, er ist mir ins Bein gesprungen. Ich habe den Spaltgriff gezogen. Der stand auf dem Kopf. Ja. Ja. Und ja, da also, der war wirklich auch ganz knapp. Ja. Wie gehst du mit dem Druck um? Ich meine, stehst im Viertelfinale, könntest die Quali holen. Arbeitest 4 Jahre oder dein ganzes Leben lang eigentlich von jedem Ringer, von jedem Sportler der Traum, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Jetzt hast du die Chance, der Druck ist da, es hat nicht geklappt. Wie geht's dann weiter? Bist du am Boden zerstört? Wie motivierst du dich? Wie geht's weiter? Geht die Welt für dich erstmal zu Ende und du willst gar nichts über Ringen wissen? Wie gehst du persönlich damit um? Ja, das war, also da habe ich den Druck gemerkt. Davor die Kämpfe, ich habe da nicht so lange überlegt. Also ich habe mich einfach auf den Kampf, von Kampf zu Kampf so eingestellt, mich warm gemacht, bin auf die Matte. Aber da habe ich schon den Druck gemerkt. Aber dennoch, also man versucht halt nicht so zu viel nachzudenken.
Also bei mir war das so, ich war mir irgendwie sicher, ich weiß nicht warum, woher dieser Gefühl kam, ich war mir sicher, ich würde die Quali holen, schaffen, ich werde den besiegen. Aber dann, als ich den Kampf verloren habe, also die Enttäuschung war sehr hoch, weil ich weiß, wie viele Menschen sich Sorgen machen, ja, wie viele Menschen mir die Daumen drücken. Und ja, die Enttäuschung war groß, also es war sehr bitter. Aber dadurch, dass wir noch zwei Quali-Turniere haben, hat mich das schon so ein bisschen beruhigt. Weißt du? Und natürlich, die ersten paar Wochen wollte ich halt vom Ring gar nichts hören. Ich habe mir meine Kämpfe gar nicht angeschaut. Erst halt dann im Nachhinein. Das ist schade, aber wie gesagt, es sind noch zwei Qualifikationsturniere da. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn, was denkst du denn, wer ist denn der Favorit? Also, wir haben Hassan Yazdani, wir haben David Taylor, die Schweiz, der Reichsmund, der Stefan, hat auch die Quali geholt. Der hat sein Los genutzt, hat ein starkes Turnier gerungen in der Genau, ja. Gewichtsklasse, was die Sache nicht für die anderen leichter macht, Ja. wenn ein Favorit die Quali nicht holt, bleiben viele auf der Strecke. Du hast immer noch den Armee, da weiß man auch nie, wer ringt. Du hast Ihalulu von Moldawien, du hast den Türken noch drin, den Bulgaren, der gut ist. Die Kubaner haben den, glaube ich, dann geholt auf den Panams. Wen siehst denn du so als wirklich so vielleicht zwei, drei Leute, wo du sagst, das ist schon hart, wenn ich die Quali holen will, muss ich die auf jeden Fall besiegen? Ja, also Makoyev, Baranowski und Erdin, also Fatih Erdin, die drei sind für mich also starke Ringer und ja, das sind für mich die Die musst du Favoriten. knacken. Die muss ich knacken, ja. Die musst du knacken, ja. Ja. Ansonsten Wie ist sind da das? auch Ihr die seid jetzt anderen oft in sind Russland. nicht zu unterschätzen. Ja, das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich meine, das sind alles WM-Medaillengewinner. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Wie ist es Ja. für dich, wenn ihr in Russland trainiert? Du bist auch außerhalb der Nationalmannschaft oft in Russland. Mit wem trainierst du hier? Und wie oft trainierst du? Hast du diese Trainingspartner, dass du wirklich an der Weltspitze bleiben kannst? Ich meine, die 86 haben wir, Lars Schäffler ist natürlich da, aber die Weltklasse-Leute zum Trainieren haben wir leider in Deutschland nicht. Nein, nein, leider nicht. Also um mit der Weltspitze, ja, um dabei zu sein auf dem also auf der Weltebene, auf dem Niveau mitzuringen, also eindeutig, wenn man, also leider ist es so, dass wir in Deutschland sehr schwache Konkurrenz im Freistilringen haben, also in allen Gewichtsklassen haben wir schwache Konkurrenz. Das heißt, also um mit den Weltbesten mitzuringen, musst du schon einige Leute um dich herum haben, also mit denen du trainierst. Du kannst nicht mit ein oder zwei Leuten trainieren, um mal so zu wachsen, weißt? Also im Freistilring ist es schwer. Du musst schon einige Trainingspartner haben, du musst schon die Trainingspartner tauschen, weißt du? Weil wenn du nur mit einem trainierst, du stellst dich halt auf seinen Stil an, verstehst du? Du passt dich halt auf seinen Stil an und die fehlen halt die Ressourcen, weißt du? Die fehlt halt, das andere fehlt dir. Deshalb versuche ich, dadurch, dass ich hier kaum Trainingspartner habe, fliege ich so oft wie möglich nach Russland, nach Tschetschenien, nach Dagestan. Das hilft mir auch sehr. Ja. Erstens hast du diese Motivation, wenn du mit denen trainierst, wenn du weißt, du trainierst mit den weltbesten Leuten. Also dir fehlt eigentlich nichts, um dann auf der EM oder WM mitzuringen. Ja. Dann hast du auch halt das Gefühl nicht, okay, das ist jetzt ein Weltmeister, ich habe da keine Chance. Oder dann schaust du nicht halt auf deine Gegner und wenn du da einen siehst, sagst du, okay, jetzt habe ich keine Chance. Nein, das darf man nicht haben, verstehst du? Und wenn du da mit den Leuten trainierst die ganze Zeit, weißt du, du fliegst dann auf ein Turnier, um zu gewinnen oder um eine Medaille zu machen. Was machen denn, also warum sind die Russen so gut? Im Freistil ist, man sagt ja, die russischen Meisterschaften sind teilweise schwieriger als eine Europameisterschaft. Was machen die anders? Warum sind die Russen einfach so gut? Russische Meisterschaft ist auf jeden Fall schwieriger als die EM.
weil da ist halt da ist die Konkurrenz einfach wild. Man kann, also die Antwort kann ich dir so beantworten. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen hier auf Insta, auch auf Facebook, auf meiner Seite, wie die russische Jugend trainiert in Chassayurt. Hast du auch wahrscheinlich gesehen, weißt du? Ja, Da ist ja. halt so eine Doku gedreht worden. Die geht so Ja. 6 Minuten, glaube ich. Und man Ja. sieht diesen Willen, ja, bei den Jungs, wie die trainieren. Da gibt es keinen Fußball, da gibt es nur Ringen. Also ich meine, ich habe das in Genau, Kaspis genau. auch gesehen, da hat gefühlt jeder Mensch ein Ringerohr gehabt. Also egal, ob du beim Bäcker warst, egal, ob das ein Security war, da gibt es einfach nur Ringen. So ist es. Das ist eine Volkssportart. Das ist eine quasi, ein guter Ringer zählt dort als Ehre des Volkes, so Ehre der Nation, so, weißt du. Du, also das ist einfach eine andere Welt, weißt du, was das angeht. Bei uns ist es Fußball, wenn ein Fußballstar auf der Straße läuft, weißt du, alle wollen mit ihm Fotos. Ja. Und dort ist es ein Ringer. Ja. Ich glaube nicht, dass Sadulayev einfach auf die Straße geht und also der wird da verrückt, weißt du, weil alle wollen mit ihm Fotos machen. Also ganz klar. Was kannst du Und denn über Sadulayev sagen? Du hast also ihn ja das schon ist oft gesehen, ihr trainiert. ja. Wir sehen uns eigentlich oft, trainieren oft zusammen. Sehr, sehr guter Mann, guter Mensch, so bodenständig, so bescheiden, weißt du. Also was mich so fasziniert, die Leute dort drüben, ja, also aus dem Dagestan, Tschetschenien, generell aus Russland, Olympiasieger, Weltmeister, die sind so bodenständig, das glaubst du gar nicht. Also manche Leute haben das Gefühl, wenn die in die Halle kommen und die sind irgendwie Weltmeister und die denken, die anderen sollen zu ihnen kommen, um halt die Hand zu schütteln, weißt du. Als ich das erste Mal Bouazizi Saïfi gesehen habe in seiner Halle, also vor langem, also als ich klein war, hatte ich dann öfters gesehen, weil wir haben auch in Krasnodar gelebt. Auf jeden Fall, ich bin 2011, glaube ich, nach Chassayurt gereist, um dort zu trainieren. Dann bin ich hab bei Bouazizi Saïfi in der Halle trainiert. Als das Saïfi in die Halle reingekommen ist, das war für mich immer ein Vorbild. Also ich hatte alle Kämpfe geschaut von ihm auf YouTube und ich wollte halt so sein wie er, weißt du. Auf jeden Fall, der ist in die Halle gekommen und der selbst, der hat allen die Hand geschüttelt. Also weißt du, der ist zu jedem hingelaufen und dann merkst du halt diese, weißt du, dreifache Olympiasieger. Man darf nicht vergessen, die sind auch Millionäre, ne? Also die brauchen sich um Geld nicht mehr zu sorgen, auf jeden Fall. Auch ein Ja. Sadulayev in seinem Alter schon Olympiasieger, der hat in seinem Leben zwei, ich glaube drei maximal Kämpfe verloren. Der braucht sich nie wieder Sorgen um seine Zukunft zu machen. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, was gar Ja, nicht so so, ist es. was sich arg unterscheidet zu uns. In Deutschland kannst du vom Ringen nicht leben. Ja? In der Türkei ist es auch wieder anders, in Amerika auch, aber bei uns ist es nicht möglich. Wer ist Ja, denn leider. dein sportliches Vorbild? Jetzt allgemein sportliches. Ja. Muhammad Ali ist mein sportliches Vorbild, aber auch Bouazizi Saïfi, so wie sein Bruder, das sind für mich allgemein sportliche Vorbilder, weil ich kenne die Menschen, ich weiß, das sind gutherzige Menschen, die sind wirklich, die verdienen ein Vorbild zu sein, ja, wirklich. Wir gehen mal in ein paar Fanfragen. Wie schaut denn deine normale Trainingswoche aus? Also wenn wir jetzt mal das Corona weglassen, wie oft trainierst du normalerweise und was trainierst du dann? Also, wenn ich in Deutschland bin. Beides. Also wenn du in Deutschland bist oder auch wie läuft so ein Trainingslager oder eine Trainingswoche in Russland denn? Also, wenn ich in Deutschland bin, sieht die Trainingswoche bei mir so aus. Ich gehe 2 bis 3 Mal nach Schifferstadt. Dort mache ich Krafttraining mit den Jungs. Kraftausdauer. Manchmal Maximalkraft, also es kommt darauf an, wann wir Turnier haben, ja. Ansonsten gehe ich schon 4 Mal, versuche schon in der Woche zu laufen, meist morgens, frühs. Und dann trainiere ich dreimal die Woche in Weingarten abends.
Ja, natürlich habe ich halt so keine, halt wirklich keine gute Möglichkeit auf der Matte mit Ringern zu trainieren, weißt du. Es sei denn, wir haben Bundesliga. Wenn die Bundesliga läuft, dann trainiere ich öfters in Weingarten, also abends immer, weil da kommen halt die Jungs aus Dagestan, aus Russland. Und mit denen habe ich gute Möglichkeit zu Ja. trainieren. Also zweimal am Tag muss ich schon trainieren, zweimal am Tag. Okay. Ansonsten, wenn ich dort bin, in Dagestan oder jetzt oder in Grozny in Tschetschenien, da haben wir zweimal am Tag Matte. Zweimal am Tag Matte. Und ja, die Belastungen sind sehr hoch, ja. Hohe Belastungen. Ich Äh, glaube, ihr habt. Mittwoch, Mittwoch und Samstag haben wir dann so Lauftraining und Krafttraining. Ansonsten zweimal am Tag Matte. Wie ist denn die Dosierung? Also machen die es lieber kurz und knackig oder ist bei den Russen, dass du sagst, hier, es wird jetzt 2 Stunden volles Programm reingehauen? Weißt du, manchmal sind die Trainingseinheiten kurz und knackig, aber manchmal sind die auch wirklich lang. Manchmal gehen die auch über 2 Stunden. Aber generell vom Turnier sind die immer kurz und knapp. Also, so vom Turnier. Wir haben noch eine Frage. Sascha Semisoro fragt, wie du zum Ring gekommen bist. Ja, wie gesagt, wir haben. Damals in Krasnojarsk gelebt. In Krasnojarsk ist WSA so, also groß geworden. Und das war für mich, für uns überhaupt, das war ein Volk unserer quasi Nation, so, nach seinem ersten Olympiatitel. Und ja, der war sehr bekannt bei uns. Und ich wollte einfach so sein wie er, weil, also der hat mich immer fasziniert, ein Kämpfer. Und ich wollte einfach ein Kämpfer sein. Ich wollte einen Kampfsport machen. Und ja, und der hat mich, also überzeugt, Ringen zu machen. Wir sind jedes Jahr diesem Wie alt warst du jährigen da? Turnier. Also ich war so 6, 7, 8 Jahre alt. Ja. 6, 7. Ja. Seit Ja. hier ist natürlich nicht nur für dich, sondern für alle ein Riesenvorbild. Dreimal Olympiasieger. Ich sehe eigentlich nur Sadulaev, der diesen Rekord knacken könnte. Genau, er könnte es knacken, ja. Er könnte es knacken. Ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, Ja. er ist auf einem guten Weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er Auf jeden jetzt Fall. nächstes Jahr nicht die Goldmedaille holt. Was waren deine Gedanken vor dem Kampf gegen Pat Downey? Fragt Julian Neumeier. Gerade gegen Ami zu ringen. Ich war motiviert. Ich wollte ringen, weißt du. Also, ich fahre zum Turnier und ich bin motiviert. Ich will einfach auf die Matte und kämpfen. Also ich mache mir da keine großen Gedanken gegen. Natürlich stellst du dich schon auf bestimmte Gegner anders ja, also ein. Aber so große Gedanken mache ich mir nicht, ehrlich gesagt. Weil Ich wenn du gucke dir zu viele Gedanken machst, stört dich das, verstehst du? gerade noch eine Fanfrage hier reingekommen. Hast du nach deiner Karriere vor, MMA zu kämpfen? Ja, könnte gut möglich sein. Also ich mag MMA. Ich trainiere ab und zu mal mit meinen Jungs MMA und es macht mir Spaß. Wahrscheinlich. Wer weiß. Ist mir leid. Da haben wir ja mit Khabib auch einen ehemaligen Ringer, der sehr erfolgreich ist. Oder jetzt am Ja. Samstag kämpft Henry Cejudo, Genau. Olympiasieger von Peking, auch in die Titelverteidigung. Ja, ich habe noch kurz so Butter bei die Fische. Das bedeutet, ich gebe dir 2 Auswahlen vor und du darfst nur eine auswählen quasi. Angriff oder Okay. Konter? Angriff. Döner oder Pizza? Döner, natürlich. Benz oder BMW? Benz. Gucci oder Prada? Gucci. Kaffee oder Tee? Kaffee. Olympiamedaille oder Weltmeister? Olympiamedaille. Laufen gehen oder Krafttraining? Ich habe gehört, Krafttraining. du gehst sehr gern laufen. Sehr, sehr gerne. Ich bin ein sehr guter Läufer. Ja, Also, es hat mir dein Bundestrainer gesagt, hat man der Ahmed, der ist super im Laufen, der mag das richtig. ey, laufen. Also, ich muss mich da so quälen. Ich muss mich da wirklich quälen, um zu laufen. Weißt du?
Taylor oder Yazdani? Boah, Yazdani gefällt mir eigentlich besser, also von seinem Kampfstil her. Aber Taylor, also der verdient großen Respekt. Also Yazdani. Was meinst du, wer Olympiasieger wird? Was meinst du, wer Olympiasieger wird, wenn nicht du? Oh, das ist schwer zu sagen. Taylor, Yazdani, also die sind für mich gleich groß, also auf einem Niveau, so weißt du. Aber Yazdani wird natürlich sehr motiviert sein. Der hat jetzt die zwei Kämpfe gegen Taylor verloren. Aber wir wissen, die Amis sind auch verrückt. Die sind immer motiviert, weißt du. In 74 aber, hast du das Luxusproblem mit Dake und Burroughs. Das ist genauso genau, ein Luxusproblem. Genau. Was meinst du, wer es da macht? Also, ich meine, der Dake muss erstmal in den Trials zum Burroughs kommen, der muss erst abbringen. Der Burroughs wartet, dann muss er ihn Ich glaube Burroughs. Was denkst du? Ich glaube Burroughs. Burroughs. Ich stehe für Burroughs. Meinst du, ja? Weil, also, der ist erfahren. Ja, Dake war ja schon lange drin. Ja, ich meine, der Dake hat jetzt in Rom auf dem Ranking-Turnier hat er den Demetas, ich glaube, in 30 Sekunden weggehauen. Ich meine, Demetas auch dritter Olympiasieger, Europameister. Schon bemerkenswert, was die für ein Problem haben. Natürlich. Ja. Was meinst du, wer in 74 denn Olympiagold holt? Wir haben Chamizo, Burroughs. Oh, 74. Sidakov, Sidakov. Also der wird es schaffen, denke ich. Er hat sich bewiesen, er hat sich 2 Jahre lang bewiesen, er hat alle besiegt. Da ist, ich glaube, Sidakov. Ja. Und vor allem die 2 Titel, WM-Titel, die treiben den nochmal voran. Also der ist jetzt richtig motiviert. Richtig, ja. Ja, also es ist beeindruckend, was da in 74 abgeht. Was denkst du denn über den Deepak Punia? Ist ja auch noch ein sehr, sehr junger aus Indien. U23-Weltmeister, Junioren-Weltmeister, jetzt Vize-Weltmeister bei den Männern. Ja, also, ja, ein guter, soll ich sagen, also schon, der verdient Respekt auf jeden Fall. Aber ich müsste mit ihm erstmal, du meinst ja den 86er, der jetzt im Finale gestanden hat, ne? Genau. Und nicht gerungen hat, ja. Ja, genau. Also ich würde gerne gegen ihn ringen. Also der hat mich persönlich nicht überzeugt von seinem Kampfstil. Ja. Mich hat er nicht überzeugt, aber ja, ich würde gerne mal mit ihm ringen. Was soll ich sagen? Er ist jetzt Vize-Weltmeister. Er ist Junioren-Weltmeister. Ne? Ja, aber ist doch gut. Dann haust du den nächsten Vize-Weltmeister weg. Dann hast du schon 3. Okay, das bringt mir natürlich auch nicht viel. Ich müsste da mal Medaille machen, ja, das wird mir was bringen. Ich hoffe, wird mein Bestes geben. Am besten im Halbfinale in Tokio. Am besten, ja. Gut, vielen Dank. Wenn du jemanden noch grüßen willst, ich habe gesehen, wir haben sehr, sehr viele russische Kommentare und Zuschauer. Wenn du jemanden grüßen willst, jetzt. Ich danke dir, Kadir. Sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass du das überhaupt machst. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Sache. Und ja, ich grüße alle, die zugeschaut haben. Super. Bleib gesund und ja, wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen und auch auf der Matte. Dankeschön. Ja, mach's gut, Ahmed. Alles gut. Danke dir. Ciao. Ciao.